Guten Morgen, ich begrüße Sie heute am Sonntag, dem 1. September, vom Felsentor, dem Naturdenkmal im Wald beim Forsthaus Beckenhof. Sie fragen sich vielleicht, warum? Für mich ist das Felsentor im Hintergrund ein wunderschönes Bild. Ein Bild für jedes Tor, für jede Tür, ein Bild für jeden Durchgang, ein Bild für jeden Übergang, auch im übertragenen Sinn. Heute, am 1. September, haben wir so einen kleinen Übergang. Den Übergang vom Hochsommer, Spätsommer in den Frühherbst. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, die ersten Blätter im Wald färben sich. Und die tropischen Nächte mit 20 Grad sind längst vorbei. Morgens ist es schon recht kühl, hier und da steigen die ersten Nebel auf. Und wenn man abends unterwegs ist, ist ein Pulli oder eine Weste durchaus angesagt. Wir sind am Übergang. Am Übergang vom Spätsommer zum Frühherbst. Es gibt viele Übergänge im Leben, manches Tor, das wir durchschreiten müssen. Das fängt ganz vorne bei der Geburt an. Wir haben den Übergang von der Geborgenheit im Mutterleib hinaus in die raue Wirklichkeit und Welt. Dann entwickeln wir uns, werden zu Kindern, gehen das Tor zur Jugend durch, dann klopft die Pubertät an das nächste Tor, wir werden langsam erwachsen, müssen immer mehr Verantwortung für uns, für die Menschen um uns herum und für die Umwelt übernehmen. Dann schreiten wir in der Blüte unserer Jahre voll mit Energie und Schaffenskraft auf das nächste Tor zu. Das nahende Alter zeichnet sich ab und die Energiereserven werden weniger, die Grenzen werden deutlicher. Dann gibt es ein weiteres Tor, das für viele Menschen ganz entscheidend ist, der Eintritt in den Ruhestand, eine Herausforderung für den einen oder die andere. Und dann kommen mit dem Alter oft auch die gesundheitlichen Probleme auf uns zu. Und schließlich am Ende des Lebens der vermeintlich letzte Übergang, das Tor zum Tod. Wir verdrängen es lange und erfolgreich während unseres Lebens. Vielleicht ist das notwendig, um leben zu können, aber verschont bleibt von diesem letzten Tor niemand. Das ist sicher. Ich als Christ vertraue darauf, dass Gott bei mir ist, bei jedem Übergang in meinem Leben, dass er mich begleitet. Früher sagte man, Gottes Geleit ist mir sicher. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, sagt Gott mit dem Propheten Jesaja zu uns Menschen. Das ist die Zusage von Gottes Geleit bei jedem Übergang im Leben. Gottes Geleit ist wichtig, gerade beim und im letzten, respektive vorletzten Übergang, nämlich vom Leben zum Tod. Aber auch da haben wir Christen etwas zu sagen, denn in der Nachfolge Jesu Christi glauben wir, dass der Übergang vom Leben zum Tod der vorletzte Übergang ist. Da kommt noch einer. Der allerletzte Übergang ist der Übergang vom Tod ins erlöste Leben. Das ist unser Bekenntnis. Durch dieses Tor gehen wir hindurch, verheißt uns Gott. Heute am Sonntag feiern Christen genau dieses letzte Tor, diesen letzten Übergang, den Durchgang vom Tod ins erlöste Leben. Das ist der Grund und die Ursache für den Sonntag als Feiertag, als in der Regel arbeitsfreien Tag. Mein Wunsch heute Morgen an diesem 1. September, an diesem Sonntag, dem Tortag, dem Übergangstag, ist ganz einfach. Ich wünsche mir und Ihnen, dass das biblische Motto für die kommende Woche sich erfüllen möge. Das biblische Motto steht im Psalm 103, Vers 2 und lautet: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gott loben können aus tiefem Herzen ist ein Geschenk. Es drückt die positive Grundhaltung eines Menschen aus, die positive Lebenseinstellung. Ich finde immer wieder was, wofür ich meinen Schöpfer loben kann, wofür ich ihm dankbar bin. Das Gottvertrauen ist der Grund meines Lebens. Gott loben und dankbar sein im Rückblick, sein gutes Geleit erkennen in dem, was hinter mir liegt, aber auch Gott loben im Vorausschauen auf das, was kommen wird, weil ich fest davon überzeugt bin, dass an jedem Tor Gott auf mich wartet und mich hindurchführt. Deshalb teile ich die Gedanken zum Sonntag heute Morgen am 1. September mit Ihnen hier am Felsentor im schönen Pfälzerwald. Dieses Felsentor ist für mich das Symbol für alle Übergänge und Tore
im Leben. Und so wünsche ich Ihnen heute Morgen einen gesegneten Sonntag, das ist klar. Ich wünsche Ihnen auch vorausschauend einen milden Frühherbst und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall Gottes gutes Geleit bei jedem Übergang, der noch vor Ihnen liegt. Bleiben Sie behütet.